Bei einem Abendspaziergang in Hannover-Langenhagen macht ein Paar, das mit seinen Hunden am Wiedzesee Gassi geht, eine furchtbare Entdeckung. Am Ufer des Sees entdecken die beiden einen Sack mit Leichenteilen. Jetzt hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Idylle am Badesee findet ein plötzliches Ende. Ein Pärchen spaziert mit seinen Hunden am Ufer entlang, sieht einen schwarzen Plastiksack, öffnet ihn und prallt entsetzt zurück. Es sind Leichenteile darin. Die Polizei birgt den Horrorfund und sperrt den Bereich weiträumig ab. Kollegen vom Fachkommissariat für Tötungsdelikte haben jetzt hier die Ermittlungen vor Ort gemeinsam mit Kriminaltechnikern aufgenommen. Jetzt gilt es natürlich erstmal nähere Informationen zu den Leichenteilen erhalten. Dazu müssen diese rechtsmedizinisch untersucht werden. Erst dann sind nähere Angaben dazu möglich. Polizisten erkunden vom Hubschrauber aus die ganze Gegend. Spürhunde suchen stundenlang speziell den Uferbereich nach weiteren Überresten ab. Auch der Wietzesee wird noch einmal gründlich unter die Lupe genommen. Wir haben jetzt hier noch mal ein Boot der Feuerwehr im Einsatz. Darüber hinaus wird gleich noch ein Leichensuchhund kommen. Wir werden hier den Bereich des Südufers mit dem Boot und mit dem Hund noch mal absuchen. Das ist ein speziell ausgebildeter Leichen- und Blutspürhund. Im August vergangenen Jahres war ebenfalls in Hannover, allerdings im Mittellandkanal, die zerstückelte Leiche des 70-jährigen Bernd M. gefunden worden. Ohne Kopf und ohne Hände. Es könnte sich hier um die fehlenden Teile handeln, aber den Nachweis kann erst die Obduktion erbringen.